Willkommen zurück hier zur FIFA 15 Oberliga Karriere mit Wamatia Worms. Heute steht an das Spiel gegen den SSV Reutlingen. Und dann in der nächsten Folge und hier in diesem Spiel direkt am nächsten Tag haben wir dann das Pokalspiel gegen keine Ahnung wen. Aber ja, wie gesagt, wir können mal kurz auf den Kalender schauen. Da steht sie bestimmt drin. Da. Wir haben heute das Spiel gegen den SSV Reutlingen. Und dann morgen direkt am nächsten Tag das Spiel gegen BSC keine Ahnung wen. Ich weiß nicht, welche Mannschaft das ist, aber ich glaube, die ist eher so in der vierten oder dritten Liga. Und ja, deswegen werde ich heute mal eine etwas andere Elf auf den Platz schicken. Nämlich die zweite Elf sozusagen. Ich werde so gut wie alle Spieler mal durchwechseln. Wir haben auch mal den guten Paterok hier raus. Ja, komm ruhig mal auf die Bank. Dann Wolfert. Wolfert lasse ich auch mal draußen. Den will ich dann im Pokalspiel wieder groß rausbringen. Dann werde ich mal Özgün und Treske hier vorne reinsetzen. Ja, Mehring, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Himmel mal dahin. Außerdem Pastusiak mal wieder auf die rechte Mittelfeldposition und die Verteidiger wollte ich auch mal wieder durchwechseln. Wie zum Beispiel hier Weisenborn und Antonacci. Haben auch schon ewig nicht mehr gespielt. Oder hier unten Carvot zum Beispiel für Maas. Und zum Beispiel hier Mittelfeld Löchelt für Mehring. Habe ich fürs linke Mittelfeld eigentlich jemanden? Genau, Himmelers. Und ja, sonst den hier noch. Wer hat hier weniger? Der hat weniger. So, ich weiß, es war ein Innenverteidiger, aber man, ich kann das so wechseln. Gut. Einfach mal die komplett zweite Mannschaft aufs Feld gepackt. Weil der Pokal morgen ist mir wichtiger als das eine Spiel, weil das sind bloß 3 Punkte. Die kann man auch im nächsten Spiel holen. Aber wenn man das Pokalspiel verliert, dann ist man halt draußen, deswegen. Pokal geht jetzt vor dieses Ligaspiel. Aber trotzdem mal schauen, was diese zweite Elf hier so reißen kann. Eskin kann man sogar ein bisschen laufen. Ah, der Ball war gar nicht mal so schlecht. Abseits, schade. Es war gut gespielt, der Schuss war zwar zu schwach. Oh, ganz knappe Entscheidung. Aber gut gesehen von den Schiedsrichtern. Oh, also wenn das so weitergeht, ne? Das war schlecht. Steh doch auf! Oh, wie lange der braucht, um aufzustehen, ne? Schön. Komm, lauf. Oh, wie weit spielt der den Ball, wenn ich die Taste bloß antippe? Es überrascht mich jedes Mal aufs Neue, wie weit er den Ball spielt. Oh, wo der ließ sich da tunneln. Ah, schön, dazwischen gegangen. Ah, Himmelär, sauber. Kein Foul. Ach, schon wieder abseits. Das gibt's nicht. Ah, Eskin, 2 Aktionen, 2-mal abseits. Muss besser werden. Was war das für ein Ball? Ach, wenn er durchgekommen wäre. Was? Achso, ich wurde gefoult. Habe ich gar nicht. Okay, ja, ist okay, ist okay. Ja, gelbe Karte finde ich in Ordnung. Und nein, ich werde ihn von da diesmal nicht direkt probieren. Ja, gut. Ich hätte flanken sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Den Ball muss ich haben. Hallo? Springt er da unter. Boah, den Ball durch. Was machen die da? Ich weiß, ja, ist die zweite Elf. Und ist auch mal gut, dass sie mal ein bisschen spielen, dass wir ein bisschen Spielpraxis hier bekommen. Ah, schade. Ah, schön von Weißenborn. Der ist noch im Spiel. Na komm, setz dich durch. Setz dich durch, Junge. Ja. Komm hinterher, hol den Ball zurück. Ja. Sauber. Oh, die Flanke ist sogar schön. Aber
Da kommt er nicht mehr dran. Und er kommt schon noch dran, aber nicht mehr richtig. Leider. Weil ich sehe gerade, unsere beiden Stürmer sind ziemlich klein, der Treske und Özgün. Aber müssen wir es halt weniger mit Flanken und mehr mit Spiel versuchen. Ah, schön. Özgün. Ah, da kann er den Ball leider nicht richtig kontrollieren. Legt er sich ein bisschen zu weit vor. Aber das Spiel an sich ist gut. Nur meine Chancen, die ich rausspiele, verdattel ich zu leicht. Boah. Was ein Schuss von Antonacci. Aber auch eine Glanzparade von Abel im Tor der Reutlinger. Boah, haut der da einen Pfund raus, ne? Ah, ein bisschen zu weit, schade. Und das als Verteidiger, ne? Na, schon wieder abseits, das gibt's nicht. Es kann nicht wahr sein. Oh Gott. Ah, ich gehe mal lieber auf Konter. Ja, nimm den Ball, sicher. Müller, erster Ballkontakt. Oh, gefährlich. Aber Himmelers hat die Situation geklärt. Ah, oh, wieso? Liegt es daran, dass sie keine Spielpraxis haben? Oder warum rennen gerade alle am Ball vorbei? Hast du noch? Pastusiak. Boah, wird der da umgehauen, ne? Nein, doch nicht nach da vorne. Ah, schade. Habe ich ihn wieder selber verhauen. Ah, die gelbe Karte kriegt er noch. Lukas Hartmann, in der 37. Ah, oh, Treske. Aufpassen. Ist gefährlich, Schall. Pass auf Bitzer. Pass zurück auf Schimmel über die Außen. Müsste theoretisch flanken. Ja, flankt auch, aber die Flanke war schwach. Ich glaube, die war sogar noch abgefälscht, oder? Nee, die Flanke war einfach so schwach. Müller musste sich bis jetzt noch nicht sonderlich beweisen. Ob das gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Ah! Grätscht der da den Ball weg? Oh, wie frei der da ist, ne? Ah, das war vorauszusehen. Könnte da ganz frei durchkombinieren. Boah. Ja, man kann es ja mal probieren, ne? So ein Ball kann auch mal reingehen. Ist er leider nicht, aber, ne? Puh, 1:0 für Reutlingen. Da muss ich was ändern. Da muss ich auf jeden Fall was ändern. Vielleicht mal mit den nicht so erfahrenen Spielern ein bisschen andere Aufstellung. So ein 4-5-1 vielleicht? Sowas in der Art vielleicht mal probieren. Ja, ich weiß es nicht, man kann es einfach mal ausprobieren. Vielleicht kommen die Spiele hier damit besser klar. Keine Ahnung, wie gesagt, einfach probieren. Ich gehe doch wieder auf lange Bälle. Oh, gefährlich. Ah, schön. Schön von hier. Und jetzt muss halt einer gehen. Es gehen, aber der Ball ist zu weit. Ha! Ärgerlich. Oh, er ist frei.
Was du sagst, mit einer schönen Flanke, die schön. Ach, Weiche, dann habe ich auch noch so ein Pech, ne? Boah. Ah, wie ärgerlich. Ich wollte eigentlich zu dem da oben passen, der frei war. Aber nein. Oh, komm. Boah. Oh, der ist sogar ganz gut. Passt du's, Jack? Ah, aber der Ball leider abgefällt. Tja, der Eckball. Boah. Komm schon, Özgün! Özgün! Boah, ey, so ein Ball muss drin sein. Der muss drin sein, der steht da ganz frei. Ach du Scheiße. Also wenn das so weitergeht, habe ich keinen Sieg verdient. Wenn man so eine Chance, ne? Wenn man so eine Chance nicht reinmacht. Oh, das ist gefährlich, bitter. Schön. Und Himmel, komm. Das muss einer mit nach vorne gehen. Himmelers. Der ist schön. Oh, das kann doch nicht wahr sein, dass der heute alles hält. Weil ich mich so schön durchgespielt. Was war das jetzt? Irgendwann muss der doch mal drin sein. Nee, also, sorry. Özgün kriegt heute nichts auf die Reihe. Er muss raus. Hoffentlich ist Maslanka besser. Oder, nee, Quatsch, Akçam. Er ist, glaube ich, sogar auf jeden Fall schneller. Ob das was bringt, wir werden sehen. Ah, hab ich zu schnell gespielt. Dammit. Och nee, vom eigenen Spieler abgefälscht. Er war so schön gekommen. Oh nein, bitte nicht. Komm schon, Verteidigung. Boah, ja, klar. Müller. Ja, der läuft. Streske. Leider zu weit. Oh, das kann nicht wahr sein. Totaler Angriff. Wir müssen jetzt dieses eine verdammte Tor machen. Oh. Das eine verdammte Tor. Da wechsle ich auch Thiel ein. Für wen? Für Treske vielleicht. Und hier Himmel. Himmel ist der Marsch. Zimmerrahmen hat mehr Ausdauer. So, die müssen es richten. Die müssen es jetzt richten. Boah, haut der mich da um, ey. Auch, hey, Alter, hauen die rein, ey. Und auch wenn das Ball gespielt war, so geht man eigentlich nicht in den Mann. Oh, der hatte schon eine gelbe. Rote Karte für Reutlingen. Das könnte gut sein. Das könnte sehr gut sein für uns. Ja, wie er mir eiskalt den Ball wegnimmt.
Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, geh doch hin. Weißt, stehen sie alle rum und... Ja, klar. Weißt, mein Spieler fällt um und er läuft einfach weiter, sieht wie, als wäre nichts gewesen. Komm schon. Lauf. Ja, Pastusiak. Komm schon, das kann doch nicht sein. Grätsch doch rein, Junge. Der muss drin sein. Ach. Normalerweise ist so ein Ball immer drin, ne? Aber ich glaube, heute soll es einfach nicht sein. Ja! War das Müller? Das war unser Torwart! Boah, Müller mit dem Ausgleich, der Torwart. Dominik Müller, das erste oder zweite Spiel für Worms. Ein Gegentor und das wichtige Ausgleichstor geschossen. Hammer. Ja, ist okay. Ist okay, ich bin zufrieden mit dem Unentschieden. Es wird der zweiten Mannschaft und dem Tor von meinem Torhüter und diesen Chancen, ne? Puh, Alter. Ich bloß keins mehr kassieren. Raus den Ball, raus den. Boah, heilige Scheiße. Zum Glück treffen die gerade auch nichts. Boah, noch das Unentschieden geschafft durch ein Tor von unserem Torhüter Dominik Müller. Ach du Scheiße. Mir fehlen gerade die Worte. Dominik Müller in der 90. Minute mit dem 1:1. Muss schon sagen, war geil. Puh. Boah, so. Und mit diesem glorreichen Unentschieden. Jetzt das Pokalspiel gegen den Balinger Sportclub. Okay, wir haben das letzte Pokalspiel gegen Köln. Es war eine Verlängerung, aber wir haben es 1:0 gewonnen. Sollte Balinger doch kein Problem für uns darstellen, oder? Ach du Scheiße, wer das? Ach so, ja, ich habe ein paar Vertragsangebote gemacht, aber... Ja, gut. Abgelehnt, Vertrag, ja, okay. Muss ich nochmal alles machen, dauert alles zu lang für die Aufnahme, aber auf jeden Fall freut euch auf das Pokalspiel in der nächsten Folge. Gegen den BSC Balingen. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Und ich würde auch sagen, machen wir Schluss für heute.